So wie seit Jahren jedes Jahr wieder kamen auch heuer 100 Delegierte aus 50 Ländern geistig nieder. Spitzenpolitiker, Chefbeamte, Wissenschafts- und Interessenvertreter trafen sich beim Buffet, beim kalten Zwecksaustausch von Gedanken oder dem, was sie dafür halten, im Zug neuester Trends zur Umweltkonferenz. Die Eröffnungsreden der Ministerpräsidenten, der Umweltminister und Regierungsspitzen, wie auch die Gespräche, die informellen am Rande der Tagung bei leckeren Pizzen, Sardellen, Brötli und Aperitif, waren informativ, höchst angeregt und, Prost, Herr Minister, von Besorgnis geprägt. Hauptziel der Konferenz, einmal mehr, war es, Gesetzgeber und Industrie sowie die Menschheit im Allgemeinen, also immer die Industrie, ich bitte Sie, im Allgemeinen, auf die Probleme, der Normalverbraucher ist gefragt, auf die Probleme bereits erfolgter oder noch zu erwartender Umweltschädigung, immer die Industrie, ich bitte Sie, von Regierungsseite kann ich nur sagen, Umweltschädigung aufmerksam zu machen. Die Behauptung steht auf sehr schwachen, ist ja zum Lachen, nein, zum Weinen, Beinen. Als Wissenschaftler muss ich diese, jedenfalls war man sich allgemein einig, dazu gibt es natürlich eine Gegenexpertise, allgemein einig bei Schlummerdrinks und späten Nightcups über den drohenden Dings, zum Wohl, Herr Minister, Klimakollaps. Nach einer flammenden Schlussansprache einer Regierungsvertreterin sowie der präsidialen Grußadresse mit der Forderung, die Flamme weiterzutragen, wurde beschlossen, das wichtige Ziel, sind Sie selbst mal wieder dabei, unbeirrt weiter zu verfolgen, um mit neuen computergesteuerten aktuellen Daten und Fakten und Katastrophenmodellen, Herr Minister, auf Wiedersehen, im kommenden Jahr, Athen, wäre schön, im kommenden Jahr, warum nicht Bahrain, wieder zu tagen, zu klein, um ebenso erfolgreich, hat mich gefreut, wie schon die Luft, das Wasser, den Wald, auf die immer kostbarer werdende Zeit totzuschlagen. Bis bald. Die Umwelt kaputt machen, wir wissen zum Gesehen's, ist einfach. Die Umwelt retten, ist schon ein bisschen komplizierter, aber machbar. Die Umwelt zielt zu totschwätzen, das ist das Schwierigste. Und weil für den Menschen nur das Schwierigste gut genug ist, beschäftigt er sich fast ausschließlich mit dem. Seit Jahren schwätzt man im Parlament über Ökobonus und politische Lenkungsmassnahmen. Dabei weiss jeder, dass die Mächtigen im Land so etwas mit einer Vollbremsung verhindern. Vorschläge über eine Verschärfung der Luftreinhalteverordnung werden in die Vernehmlassung geschickt. Und vorläufig kommt auch dort, ausser verbalen Verrenkungen, nichts Vernünftiges raus. Der Bundesrat Gotti erzählt, wie lange eigentlich noch, wie er den Schadstoffausstoß von Auto und Heizungen auf den Stand von 1960 senken will. Und die Autolobby beruft sich bei jeder Gelegenheit auf den alten Eidgenossen ihre verbrieften Grundrechte, wie die Mobiltempofreiheit, und bezeichnet heute noch das Waldsterben als vorsätzliche Panikkampagne von den Roten und den Grünen. Oder wie der Herr Dreher sagt, von den Ökokommunisten. Nach deinem ihrem Umweltverständnis ist die Nordseeverölung wahrscheinlich ein Volk von der Walfischüberbevölkerung. Und der Wintersmog, eine Werbeidee von der linken Hals-, Nasen- und Ohrenärzte. Das Ozonloch jedenfalls, so vermute ich, ist eine direkte Folge von dem verbalen Müll, den der Herr Dreher und Konsorten ausreden. Ja, nur die Deutschen haben es geschenkt mit ihren Republikanern, mit den Reps. Wir haben unsere Deputierten von der Audi-Partei. Dass die Politiker unsere Umweltprobleme... Bitte? Ja. Dass die Politiker unsere Umweltprobleme nicht lösen können, das erleben wir, seit wir diese Probleme kennen. Ja, wir können die Lösungen nicht delegieren. Wir müssen sie selber in die Hand nehmen. Wer? Wir? Ja, wir. Und das, was jetzt kommt, das haben wir da oben vor 15 Jahren vorgetragen. Es hat leider kein Patina angesetzt.